Geld verdienen mit nichts tun. Ist doch eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein, oder? Jawohl, ja! Genau das dachte ich mir auch. Nur dann bin ich auf das Thema Staking und auf eine App von einem österreichischen Entwickler gestoßen. Und ihr wisst, wir haben hier auf dem Kanal in den letzten Wochen wirklich viel ausprobiert. Wir haben versucht, mit reinen Schritten, mit reinem Gehen Geld zu verdienen. Wir haben versucht, mit E-Commerce Geld zu verdienen. Wir haben auch versucht, mit NFTs Geld zu verdienen. Und all diese Dinge hatten eine Sache gemeinsam. Und zwar, wir mussten aktiv Aufwand betreiben, um damit Geld zu verdienen. Everyday I'm hustling, everyday I'm hustling. Heute beschäftigen wir uns aber mit einer Methode, wo wir wirklich automatisiert Geld verdienen können. Zumindest verspricht das das Thema und eben auch die App. So, was Staking aber jetzt genau bedeutet und über welche App wir letztendlich denn automatisiert Geld verdienen ohne Aufwand, erfahrt ihr jetzt in einem kurzen Erklärfilm. Bevor der Erklärfilm startet, könnt ihr aber gerne schon mal an dieser Stelle den Kanal abonnieren, wenn ihr solche Videos feiert. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar für den Algorithmus. Staking beschreibt den Einsatz von Kryptowährungen, die auf dem Proof-of-Stake-Mechanismus beruhen und zum Erzeugen neuer Blöcke innerhalb der Blockchain verwendet werden. Für die Bereitstellung der Digitalmünzen wie Ethereum erhalten Anleger eine Belohnung. Je nach Plattform fällt diese unterschiedlich hoch aus. Für unser heutiges Experiment staken wir den Kryptocoin DeFi. Ähnlich wie bei anderen Blockchain-Projekten baut die DeFi-Chain auf dem Quellcode der Bitcoin-Blockchain auf. Als Software-Fork bedient sie sich jeglicher Funktionsweise von Bitcoin und erweitert diese Funktionsweise durch individuelle Befehlssätze. Gründer der DeFi-Chain ist Julian Hosp. Julian Hosp ist ein österreichischer Buchautor, Profisportler und bekannter Unternehmer im Bereich der Kryptowährungen. Wie ihr gerade im Erklärfilm gesehen habt, machen wir das Ganze mit der App Cake DeFi. Und ich kann grundsätzlich schon mal sagen, dass die App wirklich mega gut aufgebaut ist. Also ich kann keine großen Nachteile bis jetzt nennen. Wir testen das Ganze jetzt auch schon seit über 2 Monaten, wo wir dieses Experiment jetzt dokumentieren. Und es gibt, wie gesagt, keinen Nachteil. Die App ist super clean aufgebaut. Es ist super einfach allgemein, sie zu bedienen. Ich bin auch ein Kandidat, der immer vielleicht erstmal sich reinfuchsen muss in solche Apps oder nicht immer alles sofort versteht. Aber ich habe alles sofort verstanden. Es hat alles geklappt. Das Einzige, was war, ist, dass der Verifizierungsprozess ein bisschen lang gedauert hat, aber ansonsten alles wirklich top. An dieser Stelle würde ich sagen, gehen wir auch wirklich einmal sofort in die App rein und ich zeige euch jetzt mal, was wir wirklich verdienen konnten. Wie gesagt, wir machen das Projekt jetzt seit 2 Monaten und wir haben hier auch wirklich 2 Accounts, die wir für euch getestet haben. Das heißt, wir haben einen Account, wo wir wirklich seit 2 Monaten Staking betreiben und wir haben einen Account, der wirklich jetzt erst seit ungefähr 5 Tagen online ist, wo ich selbst 500 Euro investiert habe und wie viel ich damit jetzt verdienen konnte, seht ihr jetzt. Das hier ist jetzt unser offizielles Dashboard von Cake DeFi und uns interessiert jetzt nicht, wie das Dashboard aufgebaut ist oder sonstiges, sondern was uns interessiert ist, wie viel Geld haben wir verdient, was ist unser Vermögen. Dazu klicken wir jetzt einfach einmal auf Vermögen und wir kommen direkt zu unseren Zahlen. Ich muss eine Sache noch dazu sagen und zwar, es gibt allgemein in der App Cake DeFi natürlich verschiedene Produkte. Das bedeutet, du kannst nicht nur Staking betreiben, so wie wir es jetzt gemacht haben, sondern es gibt hier auch noch Landing und so weiter und so fort. Bedeutet, wir werden hier auch, wenn ihr da Lust drauf habt, diese verschiedenen Sachen auch nochmal ausprobieren und für euch testen. Dazu einfach mal einen Kommentar unten reinschreiben, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber für uns war jetzt erstmal Staking interessant, weil wir wollten wirklich alle 12 Stunden diese Auszahlungen haben und so weiter. Das heißt, wie ihr seht, wir sind jetzt in dem Account drinnen, wo ich 500 US-Dollar einbezahlt habe. Ich glaube, ich habe vorhin Euro gesagt, das waren 500 US-Dollar. Wie ihr seht, wir sind jetzt hier bei einem Gesamtvermögenswert von 547 US-Dollar. Die 47 mehr Dollar habe ich jetzt aber nicht durch das Staking verdient, sondern dadurch, dass der Kurs von dem DeFi-Coin praktisch angestiegen ist. Das heißt, so verdient man auch immer zusätzlich noch mit oder verliert auch mal kurzfristig ein bisschen Geld. Aber was uns interessiert ist, was haben wir wirklich rein durch das Staking verdient? Und genau das seht ihr jetzt einmal hier. Wir haben in den letzten 5 Tagen, das müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen, eigentlich 5 Tagen
ohne etwas zu tun, wirklich gar nichts zu tun, haben wir 2 Euro und 81 US-Dollar verdient. Das bedeutet, ich habe 500 US-Dollar einbezahlt und wir haben 2,81 Euro oder 2,81 Dollar verdient, ohne etwas zu tun. Jetzt zeige ich euch aber noch, wie das Ganze grundsätzlich wirklich funktioniert. Dafür klicken wir jetzt einmal auf Aktivität und gehen mal in unsere Transaktionsliste rein. Und dort seht ihr wirklich, was eigentlich den ganzen Tag so passiert. Und zwar, wir haben ja praktisch diesen Zinseszinseffekt angeschalten. Das bedeutet, alle Dollar, die wir verdienen, werden automatisch wieder als DeFi-Coin reinvestiert. Das bedeutet, wir werden langfristig immer und immer mehr Geld automatisiert verdienen. Und genau das ist auch das, was ihr jetzt hier in dieser Transaktionsliste seht. Also ihr seht, wenn hier DeFi-Coins rausgehen und wieder gekauft werden, wenn wir sie erhalten und so weiter und so fort. Jetzt sind wir einmal in dem Account drinnen, wo wir wirklich schon seit 2 Monaten das Ganze auch dokumentieren. Und ihr habt es ja mitbekommen, die Kryptomärkte sind alle wirklich ziemlich eingestürzt. Und das merkt man auch hier jetzt bei dem DeFi-Coin und bei dem, was wir im Endeffekt hier verdient haben. Ich glaube, bei dem Account, wo wir vor 5 Tagen eingestiegen sind, haben wir jetzt wirklich die perfekte Ausgangslage und können wir für euch auch gerne mal ein bisschen dokumentieren, wie das Ganze läuft, wie viel Geld wir damit auch verdienen und so weiter. Bei dem Account haben wir jetzt, ich glaube, circa 400, 450 US-Dollar einbezahlt. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, ist der Vermögenswert wegen dem Kurs aktuell natürlich ein bisschen runtergegangen. Aber wir schauen uns mal an, was man wirklich mit diesen 400 US-Dollar jetzt in diesen 2 Monaten verdient hat. Und das war jetzt zu dem Zeitpunkt eben knapp 20 US-Dollar. So, unterm Strich, was verdienen wir jetzt eigentlich? Bei dem Investment von 500 US-Dollar bei unserem neuen Account sind es, wenn man es sich mal runterrechnet, 50 Cent, also 0,50 US-Dollar pro Tag. Wenn man das Ganze hochrechnet auf das Jahr, dann sind es 180 US-Dollar, die man verdient, ohne etwas zu tun. Was ich da noch nicht reingerechnet habe, ist grundsätzlich dieser Zinseszinseffekt. Dadurch wird der Betrag natürlich noch viel höher. Schreibt gerne jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr allgemein dieses Ergebnis jetzt grundsätzlich findet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es super interessant, weil es natürlich auch wieder was ist, wo man langfristig schon Geld verdienen könnte. Deswegen werde ich dieses Projekt auch weitermachen, vielleicht sogar auch nochmal Geld investieren. Ich werde es auch gerne für euch dokumentieren, wenn ihr da Lust drauf habt. Und was ich auch für euch einmal testen werde, sind die anderen Dienstleistungen, die in dieser App wirklich angeboten werden. Deswegen schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, ob ihr hier ein Fortsetzungsvideo auch haben wollt. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Ihr könnt auch, um kein Content mehr zu verpassen, noch meine Telegram-Gruppe abonnieren. Da ist grundsätzlich der Link unten immer in der Videobeschreibung. So verpasst ihr auch keinen Content mehr auf keinen Kanälen mehr. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao. Das kriegen wir schon hin.